Special Thanks gehen an Patterson für die MP1 für einen Day. Hi, Glitch.io wieder hier und diesmal wieder mit einem neuen Review der MP7 Mod Steel. Die Waffe habe ich gezogen aus dem Kalika Case für 90 Tage glücklicherweise. Auf jeden Fall die Waffe im ersten Hinblick ist eine richtig geile SMG. Auf jeden Fall lohnt es sich sie, wenn man sie bekommt, reviewen auf jeden Fall. Ich werde sie nach den 80, 90 Tagen dann auch auf jeden Fall reviewen. Die ist einfach nur Hammer. Naja, erstmal zur Waffe selbst. Bekommen kann man sie aus Mysterium-Boxen, also ist eher eine Rare-Waffe. Aus Mysterium-Boxen, Kalika-Casen und aus Transportlockern. Erstmal zum Aussehen. Die Waffe ist wie die MP7 Mod, wie ich auch mit den Sets verglichen habe. Sie ist, hat einen integrierten Schalldämpfer und einen integrierten Scope, IT Reflex. Diesmal mit diesem anderen Scope dran. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ich glaube, IT Reflex 4 oder sowas. Und der Schalldämpfer hat auch mal einen schönen Sound dabei. Sonst ist so ein bisschen selber aufgetuned. Auf jeden Fall aussehen ist richtig Hammer. Finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, Sets habe ich verglichen, wie gesagt, mit der MP7 Mods. Aber bevor ich zu den Sets komme, möchte ich noch zu der Waffe sagen, so wie ich sie gefunden habe zum Beispiel. Also jetzt in den letzten zwei Tagen, also im Vergleich zu anderen Waffen habe ich diese Waffe erstmal länger gespielt, besser kennengelernt als andere Waffen, die ich reviewt habe, wo ich dann direkt einen Tag oder so dann direkt mit dem Review angefangen habe. Ist diese Waffe richtig geil. Auf jeden Fall. Was mir, also was Negatives an der Waffe ist, Fernkampf. Das ist ja okay, jetzt denken wir sich natürlich, ist eine SMG, ist ja auch für Fernkampf gedacht, aber auch Fernkampf ist es richtig schwer mit der, aber wenn man Rechtsklick nutzt, also sein Reflex Scope benutzt, ist es dann doch viel besser. Aber halt, Fernkampf ist nicht so gut, aber Nahkampf kann man richtig damit abgehen. Schön schnelle Waffe und dadurch kommt jetzt auch die Stat zu. Also, Damage liegt bei 36 Punkten. 36 Punkte von der SMG, dieser hat auf jeden Fall richtig nice. Die MP7 Mod hat 35 Punkte, also ein Punkt mehr. Und Portability liegt bei 87. Und das ist genauso wie bei der MP7 Mod 87. Und hier sieht man fantastisch gerade. Portability 87. Jawohl. Und Portability, ja, 87 ist richtig nice für eine SMG dieser Art. Auf jeden Fall ist sie auch nicht so wie eine P90 oder sowas. Also schon eine kleine, schöne, handhabende Waffe, die dann auch schön schnell mit der man ist. Ja, Fire Rate liegt bei 87, genau wie bei der Portability, wie bei der MP7 Mod meine ich. Fire Rate 87, wie gesagt, diese Waffe schießt richtig schnell. Das ist aber auch für die MP7 ganz normal so bekannt. Und auf jeden Fall macht das Spaß damit zu spielen. Accuracy liegt bei 75 Punkten. Na, was erwartet man von der SMG? Man spielt ja auch nicht so richtig auf Fernkampfmeter und benutzt ja auch nicht, um wie die ganze Zeit irgendwo hin zu aimen, zum Beispiel auf Nutshot oder sowas. Recoil liegt bei 62 Punkten. Das ist 3 weniger als bei der normalen MP7 Mod. Also Recoil 62 Punkte, das ist schon ganz gut. Also wenn man hier sieht, zum Beispiel bei diesem Draufballern, ist es doch eher wenig. Aber da beim Fernkampf ist Tapfer auf jeden Fall viel besser. 40 Punkte braucht man doch schon etwas länger, um die drauf zu kriegen. Ja, also ich fand die Waffe, wie gesagt, richtig gut. Da geben wir mal jetzt die Note. Auf meinem Channel konnte man schon sehen, wie ich die benote und so. Also ich gebe jetzt der Waffe ein A-. Das heißt, es ist einfach eine geile Waffe. Es lohnt sich auf jeden Fall mit der, wie vielleicht manche schon mitbekommen haben. Ich spiele jetzt letzte wieder Spy Hunt. Und mit der Waffe und zwei Nets dabei geht es wirklich ab. Da habe ich mir schon 5 oder 6 Unbelievable Pluses gemacht. Auf jeden Fall, es macht richtig Fun mit der. Kann man schön draufballern, schöne Accolades, Skills rausholen und das ist einfach nur Spaß pur. Also, ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, so zur Waffe habe ich alles gesagt, glaube ich, denke ich mal. Wie findet ihr die Waffe denn so? Würdet ihr denn, wenn ihr sie habt, reviewen? Wie gefällt euch mein Gameplay, meine Reviews, meine Infos und sowas? Und da hätte ich noch zwei Anliegen. Erstens, hat jemand schon von euch die Humiliated Medaille? Wenn ja, wie bekommt man die? Würde ich gerne wissen, dass ich dann auf YouTube wieder veröffentlichen kann. Das wäre dann der letzte Part der Medaillen. Und das andere ist,
Wie meint ihr, habe ich mich verbessert von den alten ersten Videos bis hierhin? Ob es wirklich besser geworden ist oder gleich oder wie auch immer. Na, ich versuche hier gerade noch meine Zeit auszuschlagen. Ich versuche hier mal längere Reviews zu machen. Aber Leute, was soll ich tun, wenn ich meine Reviews fertig habe? Dann ist es halt vorbei, wenn ich alles dafür gesagt habe. Aber nun ja. Tja, abonnieren wieder, ne, favorisieren, Daumen hoch, bitte Daumen hoch geben, damit es auch mehr Leute sehen. Und abonnieren, danke für die 250 Abos auf jeden Fall für euch. Danke Leute, erzählt euch weiter. Und danke, dass ihr mich auch so in-game edit, aber nicht übertreibt. Jo, das war's erstmal. Hier auch das Gameplay nicht vorbei. Das war's. Jo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.